So. There's Jeff. Definitely a bunch of old bottles in here. Yeah. Does alcohol go bad? It only improves. It's all good, Alex. Russell, you're breaking up. The vodka is good, Alex. The vodka is good. Ja, jetzt nicht mehr. Der Ochi erstmal angefangen hat damit. Wenn der Ochi damit fertig ist. Ja. Naja, vielleicht können wir den irgendwie gegen die Viecher verwenden oder so. Oder. Oh. Vielleicht so ein bisschen wie in Savage Planet, aber es ist jetzt schon ein Longshot. Schade. Hätte ja funktionieren können. Bäh. Aha. Aha. Was nutzt es denn? Darf ich da ansonsten nicht ran? Oder? Vielleicht? Ich will's nicht so genau wissen. So, und jetzt schnell durch. Aha, verstehe. Ja. Der hat's hinter sich. Was steht da? Infestation Control. Seuchenbekämpfung oder Befallbekämpfung. Ja, haben wir hier noch weitere Botteln eventuell? Hätte ich mir welche mitgenommen, wa? Hätte ich mir mal welche mitgenommen. Oder wir brauchen eine Maske. Das kann halt auch sein. Ich meine, ich kann mal probieren, da einfach durchzulaufen. Mal gucken, was passiert. Ja. Ja, in Ordnung. Die Dusche habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Ja, hier haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Bottles zur Verfügung. Oh ja. Schön. Werksverkauf. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber auch gut. Mal sowas hier, genau. Mich hier nicht mit Pillepalle abgeben. Na, ist ja großartig. Ich glaube, es reicht aber. Boah, nein. Mau, mein Hut. Nein, mein Hut ist weg. Mein Hut ist weg. Hm. Hier, wir geben ihm was zu saufen. Was ist das denn? Was ist das? Ist irgendwie so zum Testen? Anti-Nerve Agent. Ach so. Anti-Radiation Agent. Anti-Bacterial. Damit kann man sich was mixen. Irgendwie Medizin. Interessant. So. Hier. Erstmal die Bottles, ne? Wer weiß, wo die her sind, Tschernobyl oder so. Erstmal prüfen und dann. Gut. Lalalala. Stimmt, habe ich hier 1000 Sachen übersehen. Hier hinten zum Beispiel. Ja. Ja, also meiner Meinung nach sollte man das hier, den ganzen Laden einfach mal dicht machen. Oh ja, hier schön die Distillen. Einmal Grundreinigung vornehmen. Alex, come in, Alex. Alex? Oh, there you are. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside and find a way out. Oh je. Tja, wo werden wir wohl rauskommen? Da auf dem Dach. Irgendwie so.
Hier noch was? Nee. Oh nein. Bitte was? Bitte was? Was? Alex! You're never gonna believe! Russ? Nein! No. Wer ist das? Ugh. Wer zum Teufel? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Haha. You with the blood on you. You with the blood. Was, ich? Ich? Wer? Der? Was? Yeah, you sure do. You don't happen to have a gun on you, do you? Yeah, look at that. It's it. Thanks. Bitte sehr. What the hell was that? Oh, that's Jeff. Jeff? Oh, don't worry. You can't see. Here's just fine, though. Got a beard like Mozart. Who? All right, now let me help you out. All right, see you on the other side, Clemore. And keep your voice down. Was? Ich kann ihn nicht hören, wenn er so flüstert. Gut. Ja, runter. Ja, runter ist gut. Sehr schön. So ist es gut. Und wir folgen ihm mal. Oder auch nicht. Hallo, danke. So. Ich werde sowas von sterben. Also er, meinst du? Ja. Oder ich. Oder beide. Ja, großartig. Ganz großes Kino. Jeff. Right, watch this. Ah. See, he's totally predictable. But he will rip your arms off if he finds you. Ah. Ja, schön. Danke für den Tipp. Danke. Danke für den Tipp. Oh, Kacke. Ich will da rein. Es ist klar, dass ich da rein will, oder? Oh, das wird nicht klappen. Ai. Das ist der beste Arbeitsplatz der Welt. Was ist das denn? Nee, das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich kann die Sachen in der Luft patschen. Cool. Das hier. Cute. So. Und ein Polymer nicht. Schade. Schade eigentlich. Da haben wir aber eins. Wenigstens ein bisschen Belohnung. Belohnung muss sein. Wird sowas von runterfallen gleich? Das ist nichts zum Aufsammeln, ne? Egal. Alles klar. Hey, those things are nasty. You gotta cover your mouth. Got it. Thanks. Ah. What's your name? Alex. Alex Vance. Hey, Alex, I'm Larry. Nice to meet you. Try not to get killed. Ach, da ist er. Hi. Ach, guck. Interessant. Hat er es bemerkt. So müssen wir also unseren Mund bedecken. Und jetzt? Aha. Das ist ja interessant.
Hier noch was sammeln. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Ach so, dann mit rechts, links teleportieren. Ja. Dann darf ich auch nicht reden. Stinke. Ah. So. Ah. Passt. Schicke Maske. Sieht ein bisschen aus wie Maskenball, wa? Und, haben wir hier noch was? Nicht? Doch, stimmt. Ist ja gut. Ja. Nö. Was? Oh, hier kann man aufmachen. Dann ist hier das gute Zeug. Das gute Zeug drin. Stimmt, wir sollten nicht so laut sein. Was habe ich gesagt? Scheiße. Wir müssen da vorbei, wenn er da ist. Hi. Das ist ja wie im Soma. Ja, wie in Soma. Aber in Gras. Ja, scheiße, und jetzt? Wahrscheinlich eine ganz dumme Idee. Wo können wir das denn aufmachen? Oder müssen wir darüber, da? Geh weg! Ich glaube, da können wir durch.
Chef rennt gegen Wände. Geh weg! Ah, jeez. Ich probiere es, oder? Ja. Ah. In Ordnung. Hier sind wir bestimmt brutal sicher. Ich bin fest davon überzeugt. Hier. Da ist er ja. Oh Mann. Nein, komm hier nicht rein. Weg. Immer diese Valves, die immer irgendwo drehen muss, diese Bösen. Und nicht husten. Das war so klar. Ja, großartig. Müssen wir ihn eventuell... Oh, hat er ein schönes Gesicht. Was für ein Kussmund, ey. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, dass ich ihn weglocke mal. Irgendwohin. Frage ist, wohin? Das geht nicht so gut. Ich muss ihn weiter weglocken. Ich versuche mal so eine Flasche da durchs Fenster zu werfen, eventuell. Ich weiß nicht, wie geil das Pathfinding ist, aber mal gucken. Puh. Probier mal was. Ja. Er kommt tatsächlich durch die Tür da durch, ja. Nee, das reicht ja im... Was? Im Leben nicht. Was? Wo muss ich den denn hinlocken? Was? Ganz, ganz weg. Könnten eventuell... Komm ich hier wieder hoch? Nee, ne? Schade. Ansonsten hätte ich gesagt, wir hätten ihn da irgendwo weglocken können. Scheiße. Was machen wir denn da? Wird doch im Leben nicht reichen. Na. Vielleicht. Mal ganz kurz was testen. Ich will. Oh, da ist noch was. Ich komme hier nicht nochmal durch, ne? Schade. Schade. Ich
Ich glaube, das wird nicht so gedacht sein, oder? Es ist irgendwie anders gedacht. Komm schon! Ich kann echt noch schneller drehen! Wow, nein! Ich kann noch schneller drehen, als es aussieht. Oh! Hardcore, okay. Das wird's aber sein, hoffe ich. Ah, da habe ich es gar nicht mehr geschafft, ihm ein kleines Küsschen zu geben. Oh, er will nur einen Gute-Nacht-Kuss. Nee. Ob das dann oben bleibt, wenn wir es weit genug aufgemacht haben? Könnte sein, ne? Es könnte sein. Na, blöd. Ich kann man ihn jetzt noch ein bisschen weiter locken. Der ist nicht sehr weit gegangen. Das klemmte. Das klemmte. Das muss doch irgendwie... Das kann doch nicht so gedacht sein, oder? Oh, oh. Ich habe ein Upsi gemacht. Ja. Wie soll ich noch weiter werfen durch dieses kleine Fenster? Oder er kommt doch nicht durch die Tür durch. Warte mal, ich muss mal eben was gucken. Doch, der kommt da durch. Ich verbaue ihm vielleicht den Weg. Oh nee. Nee, das scheint ihn nicht so aufzuhalten. Vielleicht mit den Fässern? Kann ich die? Nee, kann ich nicht. Ach, scheiße. Hey, geh weg. Müssen ihn da doch da irgendwie draußen halten oder so. Oder kann ich ihn hier einsperren? Ich weiß es nicht. Ich vermute nicht. Oder... Ich wollte versuchen, ganz langsam zu drehen, aber ne. Hallo? Das war nicht laut genug. Scheiße. Na toll, jetzt steht er da rum. Ja, das ist natürlich schlecht dann. Okay, wir müssen noch mal genau darauf achten, wo er dann ist.
brauche nur mehr Flaschen. Wir locken ihn erstmal dahin. Jetzt mal so Stück für Stück. Systematisch. Ne? Glaub nicht, dass er sehr weit weg ist. Ja. Geh doch mal dahin, Mann. Ah. Nervig. Geht nicht weiter. Er geht nicht weiter, habe ich das Gefühl. Erstmal. Furchtbarer Abschnitt. Leck mich, ey. Ich probiere einfach mal so lang zu drehen, bis es irgendwie stoppt. Ne? Keine Ahnung, fehlt noch einiges. Wenn ich loslasse, wenn ich das Rad loslasse, ist das Tor sofort wieder unten, ne? Ach, doof. So. Also. Geh weg, Mann. Ah, ekelhaft. Oder. Das geöffnete Tor, vielleicht. Ein bisschen öffnen und dann da reinwerfen, meinst du? Vielleicht. Ich probiere mal. Wie soll das dann jemand mit einem Arm schaffen? Das ist aber also wirklich. Es wäre ja schon ein bisschen diskriminierend, wenn man hier zwei Arme bräuchte. Erstmal locke ich ihn ein bisschen weg. Vielleicht müssen wir die Flasche einfach nur auf das Tor werfen, dann macht er das für uns auf. Ja. Nein. Ja, ne? Genau, die Barrierefreiheitsdiskussion. Genau das. Das ist ja sehr spaßig. Der Jeff. Ich würde gern das hier nehmen. Da vor die Tür. Vor die Tür schieben. Die Tür hier kann man. Oh, die Tür kann man verschieben. Das wollte ich doch nachgucken. Das wollte ich doch nachgucken, habe ich dann nicht gemacht. Wir müssen ihn hier einsperren. Warum habe ich diesen Gedanken verworfen?
Wieso habe ich diesen Gedanken eigentlich verworfen? Kann mir das jemand sagen? Wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, so von innen, dass man die Tür hier nicht zumachen kann. Oh. Geht aber nicht zu. Ah, doch, da. Da. So. Ah. So, und jetzt aber schnell. Ja, trotzdem schnell. Okay. Und jetzt? Ist er frei? Ja, großartig. Ja, ist ja echt geil. Scheiße. Oh, Scheiße. Echt toll. Und jetzt? Scheiße. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen... Ja, klar, natürlich noch da rein. Scheiße. Hab ich schon mal Scheiße gesagt? Aha. Tja, keine Ahnung. Führt irgendwo hin. Ich kann jetzt leider nicht mit dem Gerät in der Hand mir gleichzeitig den Mund noch zuhalten und das Licht hier bedienen. Und teleportieren. Müssen wir ihn echt wieder rauslassen, oder was? Ist das euer Ernst? Oh Mann. Interessant. Sitzend. Naja, es hat auf jeden Fall auch einen sitzenden Modus. Also. Was ist das eigentlich, was mich da andötet? Achso, noch eine Flasche, okay. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Warum eigentlich nicht? Na, scheiße. Na, ist glaube ich egal. Ist egal. Wir brauchen das hier. So, was wird jetzt wieder passieren? So, war's das? War's das, was wir brauchen? Es geht da lang, es geht... geht irgendwo nach da oben, ja. Nein! Nein! Warum? Oh Gott. Ich glaube aber, der hat gerade gespeichert. Stimmt, als wir gerade gefressen werden. Bestimmt. Bestimmt so. Und nicht anders. So, genau, hier geht's auf, sehr schön.
gut. Hand vorn Mund. Durch. Gott sei Dank. Oh, hoffentlich hat sie es jetzt damit, ey. Und jetzt? Ich sehe nichts, ne? Ah ja, Fässer. Ach, schön. Mhm. Ja. Doch, richtig, richtig gut. Mhm. Richtig fein. Kriege ich die hier weg? Muss ich denn da lang? Hier? Hier ist was. Ja! Oh Gott. Scheiße. Das finde ich eine sehr vernünftige Entscheidung. Dann kannst du viel besser schlafen, wenn wir hier fertig sind. Aber hallo. Nein, ich will doch... Ich wollte doch nur den Knopf drücken. Tja, wenn das so einfach wäre... Oh nein, ah. Oh, die Framerate ist low. Ah, jetzt geht's wieder. Wenn die Framerate so langsam wird, oh, da wird's einem direkt ganz anders. Dann schnell die Augen zumachen. So. Also. Ja, ich stecke hier irgendwo drin. So, und jetzt? Da können wir nichts mehr machen. Ich will halt den Knopf da drücken, ne? Probier es nochmal. Ist das anstrengend. Meint ihr, ich stelle mich zu sehr an mit dem Monsterchen? Boah, ich muss sowas von was trinken. Ich habe so einen Durst. Also hier ist jetzt zu. Muss ich auf den Knopf... Keine Ahnung, muss ich auf den Knopf schießen oder was? Oder... Vielleicht hustet sie auch rum, wenn ich da rangehe? Ich sehe nix. Bitte was? Ah. Ohohoho. Alter. Alter Schalter. Oh. Das Licht ist doch shit egal. Wir dürfen nur keine Geräusche machen. Oder meint ihr, nur dann ist Strom da? Ah, das kann auch sein. Ach so, nee, wenn Licht an ist, dann wäre Strom da. Boah. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich bin komplett durch. Boah, ich bin sowas von durch. Ah. Ist er noch da? Ich will nicht, dass er noch da ist. Mhm. Der ist noch da, ja. Hm.
Wow, was ist das hier für ein riesen Fuß? Oh, Bein. Aha. Wow. Wow, wow, wow. Ui, ui, ui. Och Gott, gehst du mir auf den Senkel. Kann ich hier irgendwo runter? Nee. Gut, vielleicht ist das ja dann der richtige Weg. Wobei, da waren wir ja eben, ne? Hier ist nun wieder der Aufzug. Ah. Ah so. Ah so. Ah so. Oh, haben wir es jetzt endlich hinter uns gebracht mit ihm? Ich hoffe. Das ist eine nette Abwechslung. Der wird uns hier nicht wirklich folgen, oder? Oh. Och, gar nicht. Gar nicht schneiden. Was? Stopp, stopp, stopp. Das Schießen. Wir müssen es doch irgendwann mal hinter uns gebracht haben mit ihm. Hier vielleicht. Vorsicht. Vorsicht. Nichts. Wir können es hier drin verstecken wahrscheinlich. Aha. Aha. Na und jetzt? Aha, gleich hier. Ja. Nein, 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 nein. Ich versuche einfach schnell vorbei. Mhm. Gut. In Ordnung. Ne, Kollege? So. Sehr gut. Alex, come in. Hey, Alex. Oh, there you are. Hi. More or less. Ja. You're breaking up. I think you're still in the distillery. I made a friend named Jeff. Well, that's great. Take all the help we can get. Yeah, we're not really close. Listen, there should be a big tunnel-sized plug in the floor there somewhere. That's gonna be... The tunnel out of here? Correct. You get it open, I'll figure out where it leads. Hmm. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Wir brauchen aber drei Dingsies. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Aha. Was ist das für eine Gerätschaft da unten? Hm, ist alles irgendwie verbunden. Vielleicht gehört das einfach zu dem... Da. Ne? Eventuell. Hallo, Kabifu. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Als ob ich jetzt erst zitter. Naja, gut, nach 2 Stunden 45 kann man ja auch vielleicht gleich mal Päuschen machen. Darf ich jetzt hier noch durch? Och, hör mir doch auf, ey. Ja, wir müssen hier sicherlich dann irgendwie die drei Dingsies suchen. Ich glaube, das machen wir aber das nächste Mal. Das machen wir das nächste Mal. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich bleib einfach hier. So. Ich brauche eine Pause von Jeff. Ich brauche eine Pause von Jeff. Ich mache mal ganz kurz eine Speicherung. Hier, speichern. So, sehr gut. Ja, ja, ja. Und dann machen wir für heute eine Pause. Und dann werden wir nächstes Mal mit neuem Elan
und neuem Geschick es nochmal mit Jeff probieren. Oh Mann. Das wird bestimmt funktionieren. Ich meine natürlich. So. Gut. Dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen und auch ein bisschen fürs Durchhalten. Ich weiß nicht, ob ich das hinterher ein bisschen zurechtgeschnitten haben werde. Mal gucken, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es hinterher. Naja, ich will es gar nicht sagen. Vielleicht ist es hinterher gar nicht so schlimm, wenn man sich das dann nochmal anguckt. Vielleicht aber ja schon. Oh Mann, was ist die Framerate so niedrig? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das Spiel will auch eine Pause machen. Gut, dann Dankeschön nochmal und bis demnächst dann. Macht es gut und tschüss.